Es gibt kein Patentrezept gegen Vergewaltiger. Aber generell ist es besser, ein Gegner als ein Opfer zu sein. Wehrt euch, ruft laut um Hilfe. Und wenn das alles nichts hilft, dann kratzt, beißt, tretet, tut, was ihr könnt. Das schaffen wir auch ohne Training. Das, was ich versuche, euch beizubringen, ist, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Also ich trete jedem Typen, der mir zu nahe kommt, sofort in die Eier. Das ist auch eine Technik. Wahrscheinlich hat er deswegen gerade keinen Freund. Na gut, ich zeige euch jetzt einen ganz einfachen Wurf. Nadja, komm mal mit. Okay, greif mich an. Trau dich. Ihr wehrt ab, packt, über die Schulter, Kraft über die Hüfte. Und dann müsst ihr nur noch abrollen. Wow. Über diesen Arm habt ihr die Kontrolle. Er funktioniert wie ein Hebel. Alles in Ordnung? Nadja? Ja, alles okay. Gut. Okay, und das üben wir jetzt alle zusammen. Nett, wie sie das macht. Und das als Nonne. Sibel schlankt sich voll bei ihr ein. Schwester Claudia hier, Schwester Claudia da. Sibel schlankt sich nicht ein. Die machen das einfach toll. Ja, klar. Echt toll. Die zwei Kampflesben. Hey, was ist denn los? Habt ihr keine Lust mehr? Das ist doch alles Mist. Wenn's drauf ankommt, hilft das null. Was hat sie denn? Sie ist doch schon seit einiger Zeit so komisch drauf. Ich glaube, sie ist verliebt. In wen? Keine Ahnung. Sie sagt nichts. Warum bist du so sauer auf die anderen? Ich bin auf niemanden sauer. Und was war dann los vorhin? Nichts. Die anderen sagen, du bist schon seit Tagen so komisch. Es ist nichts. Bist du verliebt? Und warum macht dir das so zu schaffen? Sprich mit mir. Und was, wenn ich verliebt bin? Dann ist das nichts, worüber du traurig sein musst oder dich schämen solltest. In eine Frau. Dann ist das so. Claudia? Ja? Weißt du, wo Nadja ist? Nein, ich habe sie heute noch nicht gesehen. Warum? Ich habe ihr eine Nachricht geschrieben, aber sie reagiert nicht. Du musst nicht immer sofort auf jede Nachricht reagieren. Vielleicht hat sie heute einfach mal Lust, nicht erreichbar zu sein. Sie reagiert sonst immer. Sibel? Hat sich Nadja bei dir gemeldet? Ich denke, du hast sie geschrieben. Vor über einer Stunde. Und? Hat es gelesen? Jetzt macht euch nicht verrückt wegen dieser einen Nachricht. Nadja ist echt komisch drauf in letzter Zeit. Gestern auch, nachdem sie so abgedampft ist. Also gut. Wir gehen sie suchen, okay? Nadja! Nadja! Was willst du? Dich vom Springen abhalten? Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Und was machst du denn hier auf der Brücke? Nachdenken. Was ist so schlimm daran, sich als Frau in eine andere Frau zu verlieben? Warst du schon mal in eine Frau verliebt? Ich? Aber du könntest es dir vorstellen? Obwohl du eine Nonne bist? Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass der liebe Gott irgendetwas dagegen haben sollte. Nadja, warum ist diese Liebe so kompliziert für dich? Weil ich in dich verliebt bin. Sie hat dich wirklich geküsst? Ja. Ich habe Oliver geküsst. Du küsst Nadja. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich weiß es auch nicht. Aber du hast was empfunden für Oliver und ich. Ich empfinde nichts für Nadja. Jedenfalls nicht mehr als Freundschaft oder Sorge um sie. Was willst du jetzt tun? Woher soll ich das wissen? Sprich mit Hannah darüber. Ich dachte, als Novizin, da wird alles einfacher und da regelt sich das Leben wie von selbst. Aber nicht im Kloster Kaltental. Ich so